Guten Morgen, mein Lieber. Heute gibt's was zu erzählen. Einmal jemand anderer sein. Einmal eine bessere Wirklichkeit vortäuschen. Ein Thema, das die Menschen wohl in jedem Jahrhundert faszinierte. In Arthur Schnitzlers »Die kleine Komödie« berichten Weltmann Alfred von Wilmers und Josephine Wenninger von ihrem Liebesabenteuer. Dabei sind die beiden nicht immer sie selbst. Ich wollte einmal ein anderer sein, weil ich mich mit mir selbst langweilte. Also zog ich mir einen Samtrock an, nahm einen liegenden Kragen, eine fliegende Krawatte, setzte einen weichen Hut auf. Das Lesestück wird von Brigitte Kahner und ihrem Mann Peter Simonischek vorgetragen. Für die Schauspieler gehört das jemand anderer sein zum Berufsalltag. Gestern Sonntag habe ich das erste Mal angehört. Und mein fester Vorsatz war, heute zwicke ich mir einen auf. Na, wissen Sie, ich bin ja jetzt schon über 50 Jahre für Geld fast jeden Abend der andere. Und das macht dann, solange das Spaß macht. Und ich meine, jetzt hält schon 50 Jahre, das ist, scheint ein unerschöpflicher Brunnen zu sein. Josephine verkleidet sich als Kunststickerin, Walter als armer Dichter. In Arthur Schnitzlers Stück scheint die kleine Schwindelei zu funktionieren. Und jetzt musste ich doch diese herzigen, geschlossenen Augen küssen. Sie ließ es geschehen. Dann küsste ich ihre Wangen, ihren Mund. Sie sagte, aber, und küsste mich wieder. Im Grunde kann ich nur sagen, macht es heute auch. Wenn euch Fahrt ist und gerade etwas kaputt gegangen ist mit eurer Beziehung, dann finde ich nicht, dass man unbedingt ein Portal für Singles anrufen muss, sondern man sollte vielleicht einfach mal auf die Straße gehen und sich so benehmen, dass man offen ist und vielleicht kommt dann jemand auf einen zu. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, sich zu begegnen, die auch sehr schön ist. Handgeschriebene Briefe, wie zu Schnitzlers Zeiten, sind selten geworden. Kaum noch jemand macht sich die Mühe, um seitenweise seine Gedanken und Erlebnisse niederzuschreiben. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das anders. Damals freuten sich Verliebte noch über handgeschriebene Liebesbriefe. Damals war das ja die einzige Möglichkeit. Es gab ja keine SMS und keine WhatsApp und so weiter. Ja, und die hat man dann auch gesammelt und die hat man dann auch... Schon wenn man sie bekommen hat, hat man sie unter die Nase gehalten, ob sie duften, weil die Damen haben dann oder die Mädchen haben dann immer ein bisschen was von einem Parfüm draufgetan und so. Das war schon, ja, kann ich mich gut erinnern. Sehr schön. Dann gehe ich zum Wahrsager, zum Bräucher, zum extra. Die moderne Technik hielt aber auch beim Ehepaar Simonischek Einzug. Ja, ich kriege von meinem Mann Liebesbriefe, aber ich kriege auch Liebes-SMS. Dann dichtet er und dann ist das ganz wunderschön. Also jetzt, seit es diese SMS gibt. Aber wir sind schon so lange zusammen, dass am Anfang Briefe sein mussten. Ja. 2017 wäre Arthur Schnitzler 155 Jahre alt geworden. Die kleine Komödie ist nur ein Stück des bekannten Schriftstellers, das im Odeon in diesem Jahr auf dem Programm steht. Das bedeutet für das Odeon sehr viel. Wir haben einen Schnitzler-Schwerpunkt. Am 17. November kommt zum Abschluss des Schnitzler-Jahres Ildiko Barbos und Fritz Ecker mit Liebeleien. Das sind verschiedene Schnitzler-Einakter, die anders, also ja, die einfach interpretiert werden. Mit dem Johannes Billinger am Klavier. Es gibt wohl kaum einen österreichischen Schauspieler, der noch nie in einem Stück von Arthur Schnitzler auf der Bühne stand. Brigitte Kahner begann ihre Karriere mit einem Werk von Arthur Schnitzler. Ich habe ganz am Anfang das süße Mädel gespielt im Anatol, was eine wunderbare Rolle ist für eine Anfängerin, was aber einen ganz bestimmten Frauentyp braucht. Und ich war sehr glücklich, dass das ist eine sehr weiche, eine sehr süße Person. Und das habe ich mit großer Leidenschaft gemacht. Das war meine erste Sache. Und das war mit Karl-Heinz Böhm habe ich das gemacht, damals noch, also schon furchtbar lange her. Das war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Es scheint, als würden zumindest Alfred und Josephine ihr Glück finden. Auch wenn sie dabei nicht immer ganz sie selbst sind. Eine Liebelei abseits der Langeweile des Alltags. Ich muss aufhören zu schreiben, denn in einer Stunde trete ich wieder auf. Es küsst dich deine treue Josephine.